Aha. Agumon, Gabumon, geht es euch gut? Tut uns leid, Nokio. Er war so stark. Macht euch nichts daraus, Agumon, Gabumon. Wir alle teilen die Verantwortung für Hackerkämpfe. Es ist meine Schuld, weil ich so schwach bin. Aber ich verspreche, euch zu rächen. Dann zeig, was du kannst. Nun, da du dir einen echten Kampf eingehandelt hast. Eigentlich ist ein echter Kampf zu gefährlich. Wie wäre es mit einem Hotdog-Wettessen? Oder doch lieber Soba-Nudeln? Fräulein Akino, bitte beruhig dich. Vergiss nicht unser Hauptziel hier. Oh, stimmt ja. Oh, mein armer Bauch. Ah, lange nicht mehr so gelacht. Tut mir leid, ich wollte dich nicht erschrecken. Die ganze Entführung war tatsächlich nur ein Streich von mir. Wirklich. Nachdem wir in Eden getrennte Wege gingen, wurde es mir langweilig, im Café herumzuhängen. Also bin ich durch die Gegend gelaufen. Dabei bin ich ihr begegnet und wir haben uns auf Anhieb verstanden. Wir wollten dich reinlegen, indem wir dich hierher locken. Hä? Bis dann, Boranchi. Tut mir leid, dass wir dich erschreckt haben, Case. Ich heiße Nokia Shirami. Ich bin die Anführerin des Zema-Teams Rebels. Das sind Agumon und Gabumon. Wir sind unzertrennliche Schicksalsgefährten. Schön, dich kennenzulernen. Also, Cheetos, war es das mit unserem kleinen Schauspiel? Ja, das war toll. Ich schulde dir was. Ich kapier's nicht ganz, aber es hat Spaß gemacht, nicht wahr, Nokia? Ja, eine preisverdächtige Leistung, Agumon und Gabumon. Ha, dich kenne ich doch. Ah, jetzt erinnere ich mich. Schau, Agumon. Das ist der Typ, der uns gerettet hat, als wir von dem gruseligen Kerl in Nolun verfolgt wurden. Oh, du hast recht. Wir sollten dir danken. Ja, vielen Dank, dass du uns gerettet hast. Dankeschön. Oh, du hast also Agumon und Gabumon gerettet, wie? Ich möchte dir auch danken. Hättest du Agumon und Gabumon nicht gerettet, wäre ich ihnen nie begegnet. Jedenfalls haben wir ihn ganz schön reingelegt. Er dachte wirklich, wir wären Entführer, wie? Nicht wirklich. Nö, ich glaube, er hat uns nur was vorgemacht. Das war aber auch dick aufgetragen, wie in einem dieser alten Schinken. In dieser alten Schinken Akino. Ih, alter Schinken. Gar nicht. Mich hat eindeutig die Muse geküsst. Was meint ihr, Agumon und Gabumon? Die Muse? Und ich dachte, du magst nur Jungs. Geil. Und was ist an Schinken dann schlecht? Schmeckt es dir nicht? Nein, ich mag lieber Speck. Bacon. Jetzt reden die wieder über Essen. Komische Truppe, oder? Aber sie haben mich zum Lachen gebraucht und mir geholfen, mich zu entspannen. Jetzt geht's mir viel besser. Okay, sie hat dir geholfen, zu entspannen. Ich habe mit der Entscheidung gerungen, ob ich dir von Riju erzählen soll. Aber du willst es wissen, nicht wahr? Hä? Ja, ich schätze, ich kann es nicht länger für mich behalten. Okay, es ist so. Er arbeitet heimlich mit Kamishiro zusammen. Hä? Der letzte Auftrag, in diesen Server einzubrechen, kam von Kamishiro. Er hat so getan, als würde er für Yugo arbeiten und die Daten gelöscht, nach denen wir suchten. Nach allem, was wir wissen, könnten die anderen Aufträge, die wir bisher erledigt haben, ebenfalls von Kamishiro gekommen sein. Hä? Ich habe versucht, mit ihm zu sprechen, aber er wollte nicht zuhören. Sie benutzen die Kosten für Erikas Behandlung als Druckmittel. Erikas Leben steht auf dem Spiel. Ich kann das Team nicht einfach verlassen, aber ich glaube, ich werde mich für eine Weile den Rebels anschließen. Hä? Riju nimmt Befehle von Kishibe an und will nach Unter Null. Ich gehe auch, damit ich ihn aufhalten kann, falls was passiert. Die Rebels arbeiten auch an einem Plan für Unter Null.
also komme ich einfach mit. Außerdem muss ich sicherstellen, dass Nokia und diese Typen sich keinen allzu großen Ärger einhandeln. Sie sind stark, aber sie sind noch ein neues Team und haben noch nichts drauf. Sie brauchen jemanden, der weiß, was er tut und sie im Auge behält. Zerbrich dir nicht dein Kopf, Case. Sobald Cheetos und Ryu-Jeep-Dingsbums wieder gut miteinander sind, hilft Cheetos wieder bei Hoodie mit. Cheetos im Team zu haben, würde uns 1000-mal so stark machen, aber Hacker aus anderen Teams abzuwerben, ist nicht in Ordnung. Also entspann dich, okay? Hey Cheetos, warst du wirklich ursprünglich Hacker bei Gamma? Ja, das stimmt. Wir haben die Rebels gegründet, als wir die Gerüchte über Gamma gehört haben. Du bist quasi Nokias Held. Ach ja, das gefällt mir irgendwie. Tja, wenn es irgendwas gibt, was ich euch beibringen soll, dann fragt einfach. Ernsthaft? Wenn das so ist, was ist das beste Essen in der Menschenwelt? Du fragst mich nach Essen? Ich will es auch wissen. Gibt es was Besseres als Kobe-Rindfleisch? Tja, Agumon und Gabumon, ihr seid mir zwei Helden. So eine Chance bietet sich uns nicht oft. Wir wollen so viel wie möglich lernen, bevor du deinen Freund Ryu-Bipsi da findest. Okay, ich kümmere mich darum. Und übrigens heißt mein Freund Ryu. Ryuji. Ja, ich weiß, er heißt Ryuji, aber ich nenne ihn trotzdem Riju. Ist mir egal. Auch wenn es sich anscheinend keiner merken kann. Deswegen heißt sie auch Riju. Und so viel dazu. Geh zurück zum Café und hilf Erika. Sag vorerst nichts über Riju. Okay. Entschuldige, dass ich dir das aufbürde. Ich weiß, dass es schwierig wird, ihr das vorzuenthalten. Ach, Kopf hoch. Sei nicht so zerknirscht. Sieh nicht so zerknirscht rein, wenn du zurückgehst. Meine Güte, ich kann echt heute nicht sprechen. Ich sag doch, mach dir keine Sorgen. Wenn alles vorbei ist, komme ich gleich zurück. Schließlich kann ich es keinem Neuling überlassen, auf diese Geschwister aufzupassen. Okay, Cheetos will also nicht mehr in unserem Team sein. Also ist Cheetos jetzt einer von ihnen. Was hast du vor? Du hast gehört, dass ich mit Kamishiro zusammengearbeitet habe, richtig? Wirst du also das Team verlassen wie Cheetos? Hä? Du solltest dich von Kamishiro lossagen. Das ist, glaube ich, immer noch das Beste. Wobei es ja eigentlich auch Erika hilft, ne? Ich meine, die halten Erika am Leben. Ich glaube, das ist schon ziemlich fies. Egal, was du sagst, ich werde mich nicht von Kamishiro lossagen. Für Erikas Behandlung brauche ich Kamishiros Kishibis Unterstützung. Hä? Erika. Dann stimmt es also. Oha, jetzt erfährt sie es, wa? Ich hatte so ein Gefühl, dass etwas los wäre. Dass du mir zuliebe etwas Gefährliches planst. Es ist schon gut, Riju. Lass es bleiben. Mach dir um mich keine Sorgen. Es geht mir gut. Es geht dir nicht gut. Ich habe doch für dich... Dann hör einfach auf. Ich will das nicht mehr. Du willst das nicht? Du willst nicht mehr leben? Sag das nicht. Ich will das nicht von dir hören. Riju, warte. Oh, oh. Erika. Oh Mann, das tut irgendwie voll traurig mit Riju und Erika, ne? Irgendwie voll traurig. Riju, eigentlich wäre ich Riju, würde ich das aber auch machen. Da muss man halt mit dem Bösen zusammenarbeiten, so gesehen, um seine Lieben zu retten. Ich meine, immerhin behandeln sie und halten sie somit am Leben, aber ja, auch wenn es für was Böses ist, aber ja. Weißt du? Also. Pass für mich auf sie auf. Hä? Ich muss den Kopf freikriegen. Keine Sorge, ich werde mit ihr sprechen, wenn ich aus Unternull zurück bin. Gefällt mir nicht. Nicht nach Unternull gehen. Wobei eigentlich schon, leveln. Was war da denn? Achso, das war eine Tür. Das hörte sich an wie ein Puma.
Wo ist mein Bruder? Oh, unter Null. Bitte, bitte geh ihm nach. Bring Rijo und Chidos dazu, sich zu versöhnen. Unter Null befindet sich im tiefsten Bereich des Valhalla-Servers. Du musst dorthin und Rijo aufhalten. Ich habe Chidos versprochen, bei dir zu bleiben. Vergiss das. Rijo ist der einzige Grund, da aus dem Hoodie existiert. Es ist viel passiert, seit Gamma sich aufgelöst hat. Mama und Papa sind gestorben. Dann bin ich krank geworden. Rijo hat Tag ein, Tag aus geschuftet bis zum Umfallen. Und für mich zu sorgen. Er musste alles aufgeben, was ihm einmal wichtig war. Also flehte ich Chidos an, ein Team zu gründen. Ich wollte, dass Rijo einen Ort hat, an dem er wieder zu sich finden kann. Ich wollte, dass er noch jemand hat, der ihm nahe steht. Deshalb muss Hoodie überleben. Versprich mir, dass du das Team nicht sterben lässt. Danke. URL für den Valhalla-Server. Oh Gott, wir gehen jetzt echt nach unter Null. Geil. Irgendwas Spannendes? Ich weiß gar nicht, ob das was bringt, wenn wir hier antworten. So, nicht wirklich was Spannendes. Okay, wir müssen jetzt nach unter Null. Brauchen wir noch irgendwas? Nö, eigentlich nicht, ne? Wir gehen gleich instant dahin. Oder nochmal zum Digimon-Labor? Ich weiß es nicht. Neuer Zielort, Valhalla-Server. Valhalla-Server. Das ist also der Valhalla-Server. Aber anscheinend komme ich viel zu spät. Andere Hacker sind schon bei der Arbeit. Ich muss Chidos und Rijos schleunigst finden. Okay, wir können hier nicht... Müssen wir noch irgendetwas... Nee, wir müssen nichts digitieren lassen, ne? Nee, eigentlich nicht. Gut. Dann legen wir gleich los. Hey, da oben ist der Typ. Weißt du, der uns immer Sachen gibt. Wir müssen erstmal eine Wand besiegen. Erstmal machen wir die Wand fertig. Und erstmal trinke ich was. So, ich trinke erstmal kurz was. Moment. Laila, du brauchst 110 Int. Du brauchst 110 Int und das hast du noch nicht, Laila. Ansonsten können wir dich digitieren lassen, aber sonst, du bist noch nicht so weit. Du bist leider nicht so weit. Was, wie kann denn einfach der Akku ausgehen, Anneliese? Einfach so. Ist mir noch nie passiert. Dass ich während irgendetwas... Oder doch, ich glaube, einmal ist es passiert. Aber sonst gut, ich mache auch nicht viel mit meinem Handy, ne? Mein Handy ist einfach nur da, um mich zu wecken. Und sonst nichts. So, das Doofe ist... Der Ding ist stark, beziehungsweise hält sehr viel aus. Diese Wand. Diese Mauer. Ja, das mit Erika ist schon echt ein bisschen, ne? Ist schon so ein bisschen, ja, traurig. So, wir gehen mal in den Block. Denn jetzt macht der nämlich einen Angriff. Au! Das tat jetzt gar nicht mal so unweh. Mensch, das war jetzt aber auch schon eine ganz schön harte Technik, doch. Also wirklich. Hui. Ah, die ist aber auch echt, diese Security Wall 8 hier oder was das da ist. Keine Ahnung, ob das 8 ist.
Hält schon ganz schön was aus hier. Aber das war gerade ganz schön knapp geworden. Knapper als was ich wollte, ehrlich gesagt. Wir haben ihn gleich erstmal jetzt bei der Hälfte. Oh, das dauert ja ewig. Das dauert ja ewig. Und das meine ich ernst, das dauert wirklich ewig. Naja, ich hoffe, die gehen alle Level up gleich. Damit wir wieder SP haben, weil das SP geht nämlich gerade weg. Der hat aber auch verflucht viel. Aber du musst laden. 40%. Oh Gott, wir müssen die gleich alle wieder in Verteidigung schicken, ne? Weil das sonst echt wehtut. Wir haben es gerade eben erst knapp überlebt. Au. Alter, dieses knapp überleben. Alter, das ist auch wirklich echt immer ziemlich knapp. Trotz Block. Ich weiß gar nicht, ob das Blocken was bringt. Hallo Queen, Mixer. Grüner Mixer. Und leveln? Ja, nee, leveln brauchen wir nicht. Das Ding hier ist halt nur immer sehr, weiß nicht, so lang aufwendig. So mega aufwendig, dieses Ding hier, diese Wand. Aber gut, wir kriegen dafür ja auch etwas. Ich weiß nicht mehr genau was, aber wir kriegen dafür irgendwas. Irgendwas kriegen wir auf jeden Fall. Na, überleben meine noch. Ja. Alter, das dauert auch echt lange, die Wand. Gott, Alter. Das ist auf jeden Fall keine Mauer, die Trump gebaut hat. Die wäre so instant umgefallen. So eine Pappmaché-Mauer von Trump oder so. Trump ist, glaube ich, nicht so der Erbauer von irgendwas. Ich glaube, er ist da schon eine ziemliche Pfeife drin. System-Update. Item. SP-Spray. Komm, wir machen mal ein Spray auf alle, wa? Ja, das war ja echt ein tolles Spray auf alle, wa? Na gut, hat auch nur 30 gegeben. Das ist jetzt nicht so viel. Aber die Wand ist gleich weg. Wir machen es langsam. Langsam, aber kontinuierlich. Die ist gleich weg. Wir machen aber auch verdammt wenig Damage. Kannst du sagen, was du willst. Es ist wirklich wenig. Gleich haben wir es. Er wird nicht mehr dazu kommen, noch irgendetwas zu machen. Glaube ich. 80%. Oh Gott, oh Gott. Ja, es ist jetzt ein Panikding. Alter, wenn wir jetzt sterben, ne? Flipp ich aus. Eskalation. Wir kommen zurück, Maximilian. So, heilen brauche ich nicht. Oh, Gott sei Dank. Die Mauer ist jetzt endlich weg. Alter, das ist eine ganz schön harte Mauer gewesen. Und der nur 6000, weißt du? Und dann nimmt mal jeder Level ab. Naja, na doch, oder? Ist jeder Level Up gekommen? Ja gut, ich glaube, jeder ist doch Level Up. Zumindest von denen, die wir kämpfen. Oh, das war jetzt aber langwierig, du. Blöde Mauer.